Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Gäste! Mit keinem Thema innerhalb der Asylgesetzgebung wird mehr Politik betrieben als mit dem Thema sichere Herkunftsstaaten, vorzugsweise im Kontext irgendeiner Wahl, die entweder bevorsteht oder noch abgewartet werden muss. Ich finde das ziemlich belastend. Wenn man auf die Zahlen derer blickt, die aus diesen Ländern bei uns Asyl beantragt haben, ja insgesamt 142.000 Menschen, dann ist dieser Hype um dieses Thema, auch Herr Seif, ja, überhaupt nicht gerechtfertigt. Wir reden hier von 6.200 Menschen, die aus diesen vier Ländern in diesem Jahr bei uns Asyl beantragt haben. Also tun Sie doch bitte nicht so, als wenn Sie mit diesem Thema in irgendeiner Weise auch nur einen Bruchteil der Herausforderungen in unserer Asylpolitik lösen würden. Wenn es Ihnen um schnellere Verfahren geht, warum wenden Sie sich denn eigentlich nicht dem wirklichen Schwachpunkt unserer Asylpolitik zu, nämlich dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Statt hier notwendige Verbesserungen zu diskutieren, ja, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, das ganze Thema Dolmetscher, Asylverfahrensberatung, Fachaufsicht durch das Innenministerium, Antragsstau vermeiden, all diese Themen, statt hier die notwendigen Verbesserungen zu diskutieren und zügig dazu beizutragen, dass Gerichte entlastet werden und das BAMF sauber arbeiten kann, vertagt die FDP dieses Thema mit einer Forderung nach einem Untersuchungsausschuss auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und die CDU, die Koalition, hat bisher nicht einen einzigen Reformvorschlag vorgelegt, obwohl hier das ganze Haus förmlich Skandal gerufen hat. Ich finde, das ist wirklich unwürdig. Und ich verstehe es auch nicht. Außerdem, wenn man die von Ihnen gewünschte zügige Bearbeitung anstreben und erreichen möchte, das ist ja auch im Grundsatz erstmal gut, dann kann man Verfahren aus diesen Ländern durch entsprechende Vorgaben einfach priorisieren. Und wissen Sie was? Ich finde es auch vollkommen okay und legitim, die Menschen im Heimatland zu beraten über das, was sie hier erwartet, unter welchen Umständen sie Asyl beantragen können. Oder denen, die vielleicht existenzieller Armut versuchen zu entfliehen, Perspektiven im Heimatland zu eröffnen. Ja, unbedingt. Das sind alles sinnvolle Maßnahmen. Aber dafür muss man nicht gleich das individuelle Grundrecht auf Asyl fundamental einschränken und, Herr Seif, um Ihnen auch mal eine andere Argumentationsperspektive zu bieten, einen außenpolitischen Scherbenhaufen verursachen, meine Damen und Herren. Was in dieser Debatte, ich gehe da gleich noch drauf ein, was in dieser Debatte völlig verloren geht, ist, dass die Einstufung eines Staates als sicher Ergebnis eines sehr aufwendigen rechtsstaatlichen Verfahrens sein muss und von menschenrechtsrelevanten Faktoren abhängt. Das sage ich nicht, das sagt das Bundesverfassungsgericht, das uns dazu verpflichtet, zu einer gewissen Sorgfalt und Berücksichtigung bestimmter relevanter Menschenrechtsquellen. Und liebe FDP, all diesen kommen Sie überhaupt nicht nach, allein schon deswegen, weil Ihr Gesetzentwurf sich auf völlig veraltete Quellen stützt. Und das haben wir Ihnen schon im Februar gesagt, geändert haben Sie daran nichts. Ich finde das peinlich. Und was antworten Sie eigentlich dem Bundesverfassungsgericht, wenn es kritisch anmerkt, dass im ganzen Land Verfolgungsfreiheit herrschen muss, bevor man ein Land einstuft? Ist es für Sie Verfolgungsfreiheit, wenn Homosexuelle bis zu 3 Jahren in Tunesien in Haft genommen werden können? Oder argumentieren Sie da eben auch wie die Bundesregierung, die sagt, man kann ja homosexuell sein, aber bitte nicht ausleben, dann passiert einem auch nichts. So frei nach dem Motto, na klar, wenn man sich versteckt oder sich negiert, ja, dann ist auch nichts los, Problem gelöst. Ja? Weil mit so einer Argumentation machen Sie sich gemein, wenn Sie diesen Gesetzentwurf, so wie Sie ihn hier vorgelegt haben, aufrechterhalten. Und weil ich gerade bei der FDP bin, ja, es ist ja Ihr Gesetzentwurf, den wir heute hier diskutieren, später kommt ja dann irgendwann auch noch einer von der Bundesregierung. Sie bringen sich auch inhaltlich, ja, mit diesem Anliegen in einen gefährlichen Widerspruch zu Ihrer eigenen Außenpolitik. Wir alle wissen doch, dass es nicht nur Einfluss auf die Schutzquoten oder den Umgang mit hier Ankommenden hat, sondern dass es auch immer ein außenpolitisches Signal ist, das wir dann geben. Ja? Das können und werden Sie nicht negieren, hoffe ich zumindest. Wie gehen Sie also damit um? Zum Beispiel mit dem Konflikt Westsahara. Wenn Sie Marokko jetzt als sicher einstufen, muss ich doch davon ausgehen, dass Sie die Annexion der Westsahara durch Marokko hinnehmen, oder nicht? Entgegen der Vereinten Nationen? Oder wie verhält sich das? Weil das alles geben Sie in Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht preis. Ja, wo sind Ihre Außenpolitiker, die dazu was beantworten können? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einstufung eines Landes kann weitere Maßnahmen beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und der Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort behindern. Zum einen, weil man Regierungen natürlich den Eindruck vermittelt, es bestehen keine gewichtigen Defizite mehr, die behoben werden müssen. Und zum anderen, und das erleben wir ja auch täglich, ist die Einstufung auch für die Bundesregierung immer wieder auch ein probates Mittel, weitere Bemühungen und Bedingungen hinten anzustellen für die Länder vor Ort. Und das werfe ich Ihnen auch vor, liebe FDP.
dass Sie hier einen Vorschlag zur Einstufung machen und diese noch nicht mal koppeln an Bedingungen. Ja, man kann ja zu dem Thema stehen, wie man möchte. Hat ja alles seine Berechtigung. Ja. Aber dass Sie das noch nicht mal mehr koppeln an Bedingungen, das kommt schon einer außenpolitischen Kapitulation gleich. Ja. Wenn Sie auch nur einen Funken außenpolitischen Gestaltungsanspruch hätten, dann würden Sie beispielsweise die tunesische Zivilgesellschaft dabei unterstützen, dass endlich ein Verfassungsgericht eingerichtet wird, wo Sie Ihre Rechte auch einklagen können. Ja, wenigstens das. Und diese innenpolitische Debatte, das ist noch ein weiteres Argument, jetzt mal abseits von der Gesamtgemengelage, ist auch komplett ungeeignet dafür, zumindest wie wir sie hier führen, die positiven Entwicklungen in einem Land wie Tunesien oder Georgien auch mal herauszuarbeiten. Das können wir gar nicht bei diesem diffusen Sammelsurium an sicheren Herkunftsstaaten, die keinen Spielregeln mehr folgt. Sie machen es unmöglich, genau hinzuschauen, was die zur Rede stehenden Länder tatsächlich an Unterstützung und Maßnahmen brauchen, und das ist falsch. In meinen Augen ist die Innenpolitik der schlechteste Berater für die Außenpolitik. Erleben wir in der Asylpolitik jeden Tag. Ja? Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP und vor allen Dingen auch Herr Ruppert, ich kann wirklich diese alte Platte von Christian Lindner, und Sie haben sie heute fortgeführt, wirklich nicht mehr hören. Ja, wir haben das Anliegen im Bundesrat blockiert, aber wir haben auch Begründung geliefert. Ja? Wir haben auch begründet. Und die formulierten Fragen, die ich heute aufgeworfen habe, Westsahara zum Beispiel, die beantworten Sie nicht. Also haben Sie auch nicht das Recht, uns Ideologie oder Fundamentalopposition vorzuwerfen. Wir haben das begründet. Ja, ich weiß, dass Sie sich darüber aufregen. Ja, das ist vollkommen klar, denn offensichtlich habe ich hier einen Punkt. Frau Kollegin Amtsberg, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Vielen Dank für den Hinweis. Wir glauben, dass dieses Mittel außenpolitisch großen Schaden anrichten kann. Es wird auf jeden Fall nicht dazu beitragen, die Ursachen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, auch nur im Ansatz zu adressieren. Und deswegen ist dieses Mittel völlig ungeeignet und absolut populistisch. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Ralf Brauch, CDU/CSU.